Liebe Muslime, ein Muslim sucht die Zeiten und sucht die Orte und sucht die Art und Weise, wie man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, wo man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und wie man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Das heißt, es gibt bestimmte Anbetungen oder gottesdienstliche Handlungen. Und diese, wenn du an einem bestimmten Ort machst, dann hast du mehr Lohn. Und es gibt auch bestimmte Ibadat, bestimmte gottesdienstlichen Handlungen oder Anbetungen in bestimmten Zeiten. Und wenn du diese Zeiten triffst, dann hast du mehr Lohn als andere Zeiten. Und es gibt bestimmte Ibadat, dass du das so durchführst, wie der Prophet uns beigebracht hat, oder du machst mehr, weil der Prophet von uns das verlangt hat, dann wirst du mehr Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, du bist wie ein Jäger. Du bist wie ein Jäger. Und du suchst nach Hasanat, du suchst nach guten Taten. Und wenn du diese guten Taten, diese Hasanat findest, dann jagst du es und wirst du das fangen, damit du Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Die Zeit, was wir haben, barakallahu fikum, zakumullahu khairan, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, von diesem Monat, das ist die beste Zeit, um gute Handlungen, gute Taten zu praktizieren. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam uns erklärt hat und er sagte, es gibt keine besseren Taten, die man praktiziert, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, als die Taten, die guten Handlungen in diesen 10 Tagen, in diesen 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns das gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht nicht von Gelüst und spricht nicht von sich, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm das offenbart. Und zu diesen guten Handlungen, zu diesen guten Taten gehören viele, viele Handlungen, die wir in der Religion haben. Man kann für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Man kann für Allah subhanahu wa ta'ala Sadaqa geben. Man macht viel Bittgebet. Man liest Koran. Man betet die Gebete in der Moschee, in der Gemeinschaft. Weil das ist Pflicht auch. Das ist keine Sache, die empfohlen ist, sondern das ist Pflicht eigentlich. Man sollte, barakallahu fikum, in diesen Tagen auch fasten für Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte etwas Gutes tun. Wenn du nicht Gutes tun kannst, dann versuch keine Sünden zu begehen, kein Unrecht zu machen, weil wenn du Sünden begehst, dann hast du Schlimmes gemacht. Aber wenn du keine Sünden begehst, weil du keine guten Taten praktizieren kannst, dann wird für dich das auch als gute Tat gezählt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt etwas, was sehr wichtig ist in diesem Hadith. Dieses Hadith ist, barakallahu fikum, unbeschränkt. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die guten Taten in diesen Tagen liebt Allah subhanahu wa ta'ala am meisten. Was gibt es von guten Taten? Was wir wissen, fasten, beten, spenden, Dua machen, Koran lesen, gut zu den anderen sein, Respekt zeigen, anderen helfen und so weiter und so fort. Dazu gehört nur das Fasten, was sehr wichtig ist. Diese Überlieferung ist ja unbeschränkt, aber beim Fasten nicht, barakallahu fikum, zakumullahu khairan, weil Fasten im Ramadan besser ist als Fasten in diesen Tagen. Und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich, ob man diese Tage, die 9 Tage, von Dhul-Hijjah fastet oder nicht. Der 10. Tag ist Festtag und man darf den Festtag nicht fasten. Es ist verboten, am Fest zu fasten. Deshalb, das sind 9 Tage. Der 9. Tag ist Arafah und mit Sicherheit sollte man das fasten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Sünden von ein Jahr werden dadurch verziehen, wenn man Arafah fastet. Aber die Leute, die nicht pilgern, Die Leute, die pilgern, die fasten nicht, die dürfen nicht fasten am Arafat-Tag. Aber die anderen, die nicht pilgern, die fasten Arafat-Tag, damit sie den Lohn bekommen. Dann bleiben die 8 Tage.
Da bleiben die 8 Tage, von 1. bis 8. Dhul-Hijjah. 9. sowieso ist Arafah und da sollte man fasten. Aber die anderen Tage, fastet man oder fastet man nicht? Manche Gelehrten sagen, es gibt 2 Überlieferungen. Einmal von Aisha, sie hat gesagt, wir haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, dass er diese Tage gefastet hat. Und einmal von Hafsa, ein Hadith, was schwach ist, aber von einer anderen Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie in Sunan Abi Dawud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer versucht hat, diese Tage zu fasten. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Abgesehen davon, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gefastet hat oder nicht gefastet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns doch ein allgemeines Wort gegeben. Die guten Taten in diesen Tagen liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es steht nicht dagegen, dass man diese Tage fastet. Einige Gelehrten haben gesagt, man fastet das nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefastet hat. Und passt auf bitte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns manchmal etwas gesagt, was er selber nicht praktiziert hat, von guten Taten. Das heißt nicht, dass die Handlung an sich selbst nicht gut ist, sondern das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht, aber er hat was Besseres getan, sallallahu alaihi wasallam. Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ibn Umar kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihm, O Gesandter Allah, ich möchte fasten. Der hat ihm gesagt, faste von Monat einen Tag. Der sagt wenig, 3 Tage, wenig, faste. Dann hat er ihm gesagt, ich möchte mehr, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, faste einen Tag und den anderen Tag nicht. Und das ist das beste Fasten und das ist das Fasten von Dawud alaihi salam. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Tag gefastet und einen Tag nicht? Nein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat andere Handlungen gemacht, die mehr Lohn haben als diese Tage. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, es ist kein Problem. Wenn man auch sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Tage nicht gefastet hat, dass man diese Tage fastet, von dem allgemeinen Hadith, was wir am Anfang erwähnt haben, ma min ayyamin al-amal as-salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr aw min hadhihi al-ayyam. Es gibt keine besseren guten Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, an bestimmten Tagen außer in diesen Tagen, in diesen 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Deshalb versuch, lieber Muslim, wie ein Jäger zu sein und jag dir diesen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verzeihung vergeben. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira thumma amma ba'd. Ayyuhal muslimun, min afdal al-a'mali kathalika fi dhil-hijjah al-nahr al-udhiyya an yudahhi al-abd. Wa lan atakallam al-an an ahkam al-udhiyya, walakin udhakirukum faqad bimas'ala nasiha al-kathiru min al-nas wa hiya hadithun sahih an al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam. إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه هلال ذي الحجة أو أهل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يضحي. يعني الذي يريد أن يضحي فإذا دخل عليه هذا الشهر أي ذو الحجة إذا دخل شهر ذو الحجة عليه فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره حتى يضحي صاحب الأضحية. إذا وكلت أحد أن يذبح عنك فهو يستطيع أن يأخذ من ظفره وشعره، ولكن أنت صاحب الأضحية فقط. يعني إذا صاحب الأضحية كان له أهل بيته، أهله، زوجته وأولادهم، يستطيع أن يأخذ من أظفارهم ومن شعورهم، ولكن هو لا يفعل حتى يضحي هو أو يضحى عنه إذا وكل أحد الناس بذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تنبهوا لهذا الأمر. فهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، نسيها الناس. فهذا والمسألة الأخرى
وهي مهمة بارك الله فيكم. من كانت له سعة، من كان له سعة فليضحي، فليضحي. ومن كانت له ساعة ولم يضحي، قال صلى الله عليه وسلم، فلا يقربن مصلانا، أي لا يقرب صلاة العيد، مع أن صلاة العيد واجبة أن يخرج إليها النساء والرجال، النساء والرجال. فذلك قال إذا عندك إمكانية وما تضحي فلا تقرب المصلى. فذلك المسلم يريد الخير ويريد العمل الصالح. والغريب الغريب العجيب العجيب يا أخوة، أن الكثير منا يضع أحيانا يضيع أمواله ويسرفها في أشياء لا فائدة فيها، ويسرفها في أمور لا تنفع وإنما قد تضر. ولما يأتي الأضحى، ولما تأتي مسألة الأضحية، يبدأ ويبحث عن الرخيص، ويبدأ ويبحث عن شيء بحيث ما يخرج مالا. سبحان الله، هي مرة واحدة في السنة، يعني إذا عطيت 100 يورو زيادة أو 200 زيادة صارت هي عظيمة. اشكر الله على النعمة، لن تأخذ ذلك المال معك، انتبه. ما أنفقت، ما قدمت فهو مالك، وما تركت فهو لورثتك. فتنبه لهذين الأمرين عبد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. لبا مسلمين ايش مشت يغسل نشت في الاباء الاضحيه اباء دس شلخت اوبفا ريدن und die regeln ان شاء الله das nächste mal können wir drüber sprechen. aber für mich ist wichtig zwei themen zwei empfehlungen ein ist sehr wichtig und zwar die muslime haben etwas vergessen was ein hadith ist barakallahu fikum was sahih ist auch und zwar der prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Wenn der Monat von Dhul-Hijja, dieser Monat, anfängt, das bedeutet Maghrib nach Sonnenuntergang vom letzten Tag von Dhul-Qa'da, wenn das anfängt und du willst später schlachten, opfern, dann solltest du von deinen Haaren nicht mehr wegnehmen und von deinen Nägeln nicht wegnehmen. Bis du geschlachtet hast. Oder bis jemand, natürlich, wenn du jemanden beauftragt hast, bis er für dich geschlachtet hat. Diese Regel ist in Vergesslichkeit geraten bei den Muslimen. Und viele Muslimen kennen das nicht. Und deshalb siehst du viele Leute vor dem Eid, die machen die Haare und Nägel und alles, obwohl sie am nächsten Tag schlachten werden. Und so haben sie gegen den Hadith von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam verstoßen. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen bei den Gelehrten, aber das Hadith ist doch klar, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Deshalb, wenn du schlachten willst und der Hijja fängt an, dann darfst du nicht mehr von deinen Haaren und von deinen Nägeln nicht mehr wegnehmen. Derjenige, der die Udhiya, Schlachtopfer, beauftragt oder hat, das heißt, du bist Vater, du hast deine Frau und deine Kinder und du schlachtest oder du beauftragst jemanden, du zahlst das, du, nur du darfst du von deinen Haaren und von deinen Nägeln nicht mehr wegnehmen, aber deine Kinder oder deine Frau, kein Problem. Oder wenn du jemanden auch beauftragt hast, dass er für dich das macht, er darf, aber du nicht. Du wartest, bis für dich geschlachtet wird, dann darfst du von deinen Nägeln, von deinen Haaren was wegnehmen. Barakallahu fikum, sakum lachen. Es gibt einen Sinn dafür, dass du wie die Leute, die sagte, wenn man vor dem Eid geschlachtet hat, dann ist das nur ein Schlachten für das Essen. Da sollte man nachholen nach dem Eid, wenn man Udhiya machen will. Das heißt, bist du in der Lage, dann sollst du das machen. Aber komischerweise, subhanallah, wir sehen die Muslime, im ganzen Jahr, der verschwendet sein Geld, der steckt sein Geld in bestimmten Sachen, die nicht nützlich sind, die keinen Nutzen haben. Wenn das zu Fest kommt und zu Opfern kommt, dann fängt er an. Wie viel kostet das? 1 Euro mehr, 1 Euro weniger. Subhanallah. Das ist einmal im Jahr. Wenn du 50 Euro mehr zahlst oder 100 Euro mehr zahlst, wird das dein Hals brechen. Subhanallah.
Oder fängt man etwas sozusagen zu suchen, Billiges, damit man am Ende nicht rausgibt. Du gibst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber Muslim, sei sicher, was du für Allah in Dunya gibst, das ist dein Vermögen. Und was du hinterlässt, das ist für deine Erben. Dein Vermögen ist, was du gespendet hast, was du gegeben hast, was du verwendet hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere werden deine Erben bekommen. Deshalb sei nicht geizig bei Opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina wa hadina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma 'alayka bi'a'daika a'da'id-din. Allahumma 'alayka bit-tughati jami'ahum ya rabb al-'alamin. Allahumma aslih hukama al-muslimin. Allahumma aslih wulata umuri al-muslimin. Allahumma ihdihim ya rabb al-'alamin. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب